Der Matthias Schmid in der Produktion von seinem Geschäft. Er führt das Goldach am Bodensee, eine Druckerei. Gerade als Unternehmer hat man natürlich keinen 8-Stunden-Tag. Der kann variieren zwischen 10. Es gibt auch mal Tage, wo es ein bisschen mehr Stunden gibt. Dann durchaus möglich heute. Das Lachen verliert Matthias Schmid trotz dem überdurchschnittlichen Einsatz nicht. Denn er hat im Luftsohlenschuh-Kibbut seinen perfekten Begleiter gefunden. Dank dem ist es ihm heute trotz früheren Rückenproblemen den ganzen Tag wohl. Also ja, zwei Rückenschäden bereits von früher vor meiner Fahrkibbut-Zeit. Und seit Kibbut habe ich weniger Kopfweh, der Rücken geht es besser. Und ich fühle mich viel, viel wohler. Wobei, ich will heute in Kibbut nicht nur wegen dem Rücken kaufen. Also für mich das Laufen im Kibbut ist mir auch viel mehr Erholung im Ganzen. Tut einfach gut, ganz einfach. Der Kibbut vermittelt ein Wohlgefühl. Da hat auch Matthias Schmid seine Sekretärin gemerkt. Es ist einfach angenehm, wenn ich den ganzen Tag rumstehen oder rumlaufen muss, um in bequemen Schuhen. Das ist mir einfach viel wert. Ja. Der Kibbut ersetzt sozusagen den Gang ins Fitnesscenter und hält einem den ganzen Tag in Bewegung. Ich tue mich gescheit bewegen, ist dann gesund, fühle mich wohl dabei. Und das hilft natürlich. Mit der Zeit fehlt mir so schlichtweg, das ist so für das Fitnesscenter. Dass durch die weiche Lastisch so der tiefen Muskulatur trainiert wird, hat Matthias Schmid gespürt. Ich habe es wirklich am Anfang in der verlängerten Rückenmuskulatur und in der Wadenmuskulatur gespürt. Und heute bin ich eigentlich froh darum. Weil die Muskulatur habe ich das Gefühl, die wird da wirklich auch gestärkt. Also es ist nicht nur ein Werbeslogan, ich habe das Gefühl, da ist es. Die Werbung verspricht also nicht zu viel. Ganz im Gegenteil. Durch die ständig sanfte Bewegung beugt der Kibbut Verspannungen vor. Da habe ich weniger Verkrampfung und da habe ich natürlich auch automatisch weniger Kopfschmerzen. Das ist so, ja. Meine absolute Verbesserung. Der Matthias Schmid nutzt nicht nur den Kibbut, sondern profitiert auch an seinem Büroarbeitsplatz von den Vorzügen von der Kibbun-Philosophie. Dank dem Kibounder wird die Schreibtischarbeit zum Genuss. Mit dem Kibounder bin ich fast barfuß, fast auf Sand. Das ist natürlich schöner, aber weil natürlich viel unterwegs kann ich die Matte leider nicht mitnehmen. Das ist schwierig. Und wenn ich viel in der Produktion unterwegs bin, habe ich natürlich auch die Schuhe an, dementsprechend. Der Kibbut ist eine gute Alternative und sorgt dafür, dass der Matthias Schmid auch nach einem langen Arbeitstag ausgleichen in Feierabend schweben kann.